Hallo, in folgendem Video zeige ich Ihnen, wie Sie Ihre Upcam an einem Smart TV anzeigen und steuern können. Zudem zeige ich, wie Sie auch die Aufnahmen auf einem Smart TV anschauen können. Hier gibt es zwei grundlegende Methoden. Die erste ist über den Webbrowser des Gerätes. In diesem wird die JPG-Darstellung und das komplette Web-UI angezeigt. Methode Nummer 2 wäre mit einem HDMI-Stick. Hier können Sie zum Beispiel einen Fire TV Stick mit dem Skill Monocle nutzen. Wie Sie die Kamera im Monocle einrichten, finden Sie auch nun in der Infocard. Hier können Sie die Einrichtung bei Monocle 1:1 übernehmen. Hier zeigen wir die Einrichtung mit einem Echo Show. In diesem Video kümmern wir uns also um die erste Methode. Voraussetzung ist der Besitz einer Upcam, in dem Beispiel hier eine Upcam Cyclone HD Pro und einem Smart TV mit Zugang eines Webbrowsers. Zudem müssen beide Geräte im selben Netzwerk sein. Zusätzlich muss auf der Upcam mindestens die Web-UI-Version 1.6 aufgespielt sein. Welche Version Sie aufgespielt haben, finden Sie in der PC-Ansicht in den Einstellungen unter System und Gerätestatus und Web-UI-Version. Machen Sie nun die IP-Adresse der Upcam ausfindig. Dies können Sie am PC entweder an der Fritzbox oder über das Upcam-Suchtool. Gehen wir nun zur TV-Ansicht. Hier navigieren Sie zum internen Webbrowser. Geben Sie nun die IP-Adresse der Kamera ein. Diese finden Sie über das Suchtool von Upcam oder in Ihrem Router. Vergessen Sie beim Eingeben nicht das HTTP, Doppelpunkt und Doppelslash. Wenn Sie die Adresse nun eingegeben haben, können Sie sich anmelden und nun auf alle Funktionen zugreifen. Zusätzlich können Sie mit den Nummerntasten auf Ihrer Fernbedienung die voreingestellten Positionen anfahren. Dazu legen Sie am Smart TV oder am PC die Voreinstellungen fest und können, wenn Sie eine drehbare Upcam, wie zum Beispiel die Upcam Cyclone HD Reihe oder die Upcam Hurricane HD Reihe, die Position mit einem einfachen Druck anfahren. Sie können auch eine Alarmaufzeichnung von der SD-Karte speichern und abspielen. Dazu benötigen Sie einen USB-Stick oder ein anderes Speichermedium, den Sie mit dem Smart TV verbinden müssen. Navigieren Sie nun zu den Alarmen und Aufzeichnungen und Speicherkarte. Hier können Sie die SD-Karte durchsuchen und gehen zu der gewünschten Aufnahme. Wenn Sie auf diese klicken, können Sie die Aufnahme auf dem USB-Stick speichern. Danach haben Sie die Möglichkeit, die Aufnahme abzuspielen. Klicken Sie die Option Speicherort öffnen und klicken dann auf die Aufnahme. Zudem können Sie sich den Link nun als Favoriten speichern und nun ganz einfach auf die Kamera zugreifen. Was für ein Smart TV haben Sie und hat alles geklappt? Schreiben Sie es gerne in die Kommentare und vergessen Sie nicht, dieses Video zu bewerten. Links und rechts finden Sie nun ein anderes Video, welches für Sie interessant sein könnte. Wenn Sie auf das Upcam-Symbol klicken, kommen Sie auf unseren Kanal und können uns gerne abonnieren.